Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Dazu Regen, Schnee, Kälte und ein stetiger grauer Schleier am Himmel. Vielen Menschen schlägt das aufs Gemüt. Und manche werden zur kalten Jahreszeit sogar depressiv. Also grundsätzlich ist es wichtig, dass man, wenn Menschen solche typischen Depressionssymptome haben, das heißt Interessenverlust, Freudlosigkeit, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, doch erstmal zum Facharzt geht oder zu einem Hausarzt und andere Ursachen ausschließen lässt. Zum Beispiel kann es auch ein Hormonmangel, Schilddrüsenunterfunktion oder Herzfunktionsstörung sein. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig auszuschließen. Eine Depression entsteht durch das Ungleichgewicht verschiedener Botenstoffe im Gehirn. Der Hirnstoffwechsel, also die Produktion dieser Stoffe, wird durch Tageslicht angeregt. Fehlt das Licht, kann es vermutlich zu einer Depression kommen. Aber nicht jede Phase mit schlechter Laune muss gleich eine handfeste Depression bedeuten. Ein wichtiges Depressionskriterium ist, dass es eine Änderung zum Zustand von früher ist. Also wenn jemand immer so war, dann ist er vielleicht grundsätzlich ein etwas trägerer Mensch oder Nordfriese, wie wir hier sagen würden. Und so ein grundsätzliches Diagnosekriterium für eine Depression ist, dass man 14 Tage lang depressiv verstimmt sein sollte, sonst erfüllt man auch die Kriterien nicht. Für die Winterdepression bzw. saisonal abhängige Depression sind außerdem ein übermäßiges Kohlenhydrat- und Schlafbedürfnis typisch. Um das zu behandeln, kann der Stoffwechsel durch Medikamente oder spezielle Lampen wieder angeregt werden. Das ist ein medizinisch zugelassenes Gerät mit über 10.000 Lux, sodass sich die Patienten mehrmals die Woche für 20, 30, 40 Minuten setzen und dann oftmals schon nach der zweiten Woche ein positiver Effekt auf die Stimmung eintritt. Manchmal reicht auch schon der tägliche Spaziergang an der frischen Luft, um die Niedergeschlagenheit aus dem Alltag zu verbannen. Selbst bei bedecktem Himmel ist die aufgenommene Lichtmenge um ein Vielfaches höher als beispielsweise im Büro. Auch beim Kampf gegen die schlechte Laune gilt also die alte norddeutsche Weisheit: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.